Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und warum? Deswegen. Wir dürfen gleich einen Mech steuern. Wir dürfen gleich den Nazis den Arsch versohlen. Mehr Grund zur Freude gibt's doch nicht. Ich warne jetzt mal vor, es ploppt gleich am Fenster auf, dass ein Download fertig ist. Dann seht ihr auch, das Spiel habe ich letztes Jahr aufgenommen. Ich hatte... Man hört es jetzt momentan zum Glück nicht mehr. Sehr starke gesundheitliche Probleme. Und habe die Zeit eigentlich genutzt, um mal im Voraus was aufzunehmen. Deswegen nicht wundern, weil das Projekt, das gleich aufploppt, haben wir jetzt bereits. Und ich bin mal gespannt, wie es bis jetzt läuft. Das hat so ein bisschen was von Inception. Nur mit Spaghetti. Geranimo! Boga Ondas! Winnie-Doo! Das hat es jetzt voll gebracht. Muss mir ganz blöd schauen, läuft überhaupt die Aufnahme? Ton läuft? Aufnahme läuft 1A. Ich wollte nur sicher gehen, weil ich denke, jetzt kommt eine geile Szene und da wäre ein Cut einfach saublöd. Ah! Steig hinauf! Ganz normal, wie komme ich da hoch? Ich will den Mech steuern! Mech! Aber Leute, die Musik, die ist jetzt... Also ich finde sie geil. Level beenden, wow! Da! Ah! Mein Rohr! Oh ja, Daddy is in the house. Die Altstadt. Frag mal meine Freundin, ich glaube, ich gehe mit ihr mal die Altstadt besuchen. Ruine. Was sie auch vorhat, es ist nicht gut. Du musst es verhindern. Dann holst du dir diese Akte. Noch eine letzte Hürde über die Brücke. Noch eine. Geh weg. Liebe, kann ich dich abschütteln. Darf ich dir eine Hand reichen? Überhaupt das Richtige? Ah! Ah ja, also einfach drüber laufen ist blöde. Hopsa! Sorry. Es regnet Scheiße. Brennende Scheiße. Komm schon. Kann ich eins kann ich auch was aufs Maul geben?
So gefällst du mir am besten. Irgendwie aussteigen? Ah ja. Sitz! Finger weg von meinem Kampfroboter! Da reagiere ich empfindlich. Na gut, ist ja eigentlich ein Laderoboter. Hör auf! Klopf, klopf! Oh ja! Das war eine geile Sequenz. Muss ich echt sagen. Ja, neat a key. Leute, Drecksau! Also mal ganz ernsthaft, ich brauche mit dem Ding einen Schlüssel, um das hier aufzukriegen. Ernsthaft. Da kann ich euch jetzt nicht so ernst nehmen, ehrlich gesagt. Ich höre dich, Annette. Ich glaube, ich habe meine Freundin gefunden. Sie sitzt in dem großen Haus da fest. Es gibt einen Hintereingang. Ich rette sie. Aber... Keine Zeit, Happy Jay. Ich muss los. Sei vorsichtig. Kennt ihr den Streich mit der Mülltüte und der Hundescheiße, der brennenden? Irgendwie erinnert mich die Situation hier daran. Danke für das Messer. Ruhig Anlauf. Hoffentlich tut's weh. Merkt euch, ein Zombie im Messer in die Brust bringt nichts. Okay, da kommen unendlich viele.
Wo sind die ganzen Stand-MGs? Geh auf, komm! So! Jetzt können wir reden! Diese Schreie in der Ferne sind ja schon geil, die sind ja schon atmosphärisch. Das ist ein kurzes Level gewesen, muss ich sagen. Ein Friedhof, ernsthaft. Klischee-Scheibenkleister. Kapitel 8, die Ausgrabungsstätte. Freut mich, dass ich hier wieder gegen menschliche Gegner kämpfe. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Das hier. Und ja, die Pistole hole ich mir mal noch. Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Garantiert! Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Warum müssen wir hier oben festsitzen, während diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht. Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich konnte Fritz leiden. Aber er hat's nicht anders verdient. Hat sich mit den Falschen angelegt. Sein Strudel war ausgezeichnet. Marcel. Aber er war ein Sünder. Ein klarer Körper und Geist vertreiben den Teufel. Ach, da ist ja schon was bekommen. Ich hoffe, dass er nicht landet. Ich denke schon. Genug jetzt. Wir müssen wachsam sein. Leute, wir sind hier mitten in der Hölle. Aber euch schicke ich gerne hin. Oh, verdammt! Das hat immer noch keiner mitbekommen, geil.
Ah, so ein Judawurf. Oh, lala. Hauptstadtmädels. Nein, nicht zu mir, danke. Oh, das ist so ein gepanzerter. Schauen wir ihm lieber noch in die Augen. Ah. Besser. Ja, da läuft er. Ja, wenigstens kann keiner mehr Alarm schlagen. Ach, so ein Ding, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Ewig und drei Tage. Wonach buddelst du hier, Helga? Sie hebt sich nur ihr Grab aus. Und unser Messer ist weg. Ah. Oh fuck. Nein. Nein. Scheiße. Bleib mir weg, du mit deiner Dämonenscheiße da! Mist, Mist, Mist! Oh ja, der Kerl ist stinksauer. Kann ich verstehen. Hoffentlich tut's weh. Was soll dieser Wahnsinn? Du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide.
in die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten. Okay, das war mein Fehler. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Hörst du mal auf? Da ist er! Blöder Sack. Ja, erledigt euch gegenseitig. Lasst mich in Ruhe. Hätte ja sein können. Und jetzt bleib verdammt nochmal tot. Ich bin verwirrt. Verwirrt und ein bisschen geil. Aber ich glaube, das hat jetzt weniger mit dem Verwirrtsein zu tun. Lasst mir meine kranke Seite. Was ist das? Ah, das ist der Strom. Oh. Ich dachte gerade, da kommt irgendein Vieh angerannt.
Ah ja. Ja, klar, natürlich. Mich findet ihr dadurch. Bleib tot. Das sieht man sehr interessant aus hier unten. Oh. Oh nein, das sind wieder unendlich. Dafür verballere ich meine Muni. Kann sich ja fast nicht vorstellen. Passt. Noch einer? Das ist echt Wahnsinn. Wow. Oh ja. Da müssen wir also runter. Leute, dann aber erst in der nächsten Folge. Und ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird auch die letzte sein. Also, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim vermutlichen Finale von Wolfenstein The Old Blood auch mit dabei. Bis dann und tüdelü. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt.